Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobelt und unser Thema heute Mixit. Natürlich kann man Obst- und Beerenpflanzen im eigenen Garten separat pflanzen. Eine Art Obst- und Beerenreihe machen wie hier, wo man eine Mini-Kiwi-Pflanze hat, wo man eine Brombeerpflanze hat, wo Himbeeren wachsen, wo Erdbeeren wachsen, wo Stachelbeeren wachsen und so weiter. Das ist die klassische Art und Weise, wie man Obst und Beeren im Garten anbaut. Aber man kann es auch anders machen und das ist eigentlich der Weg, den wir favorisieren. Das ist der Lubera Way, den wir favorisieren. Gehen wir mal ein bisschen weiter hier durch den Garten. Ja, und das Thema ist Mix it. Mische es durcheinander. Hier zum Beispiel haben wir als Strukturelement im Garten Hopfen. Wunderschön nun. Im Winter ist alles offen. Im Sommer ist es gedeckt und bringt Struktur in den Garten. Mitten in einem Ziergarten. Hier haben wir Azer. Wunderschönen Baum, ein wunderschönes Bäumchen. Und gleich daneben haben wir ein Stachelbeerbäumchen. Hier haben wir Rosen. Ein Mixbodel, auch mit Buchs. Aber mitten in dem Buchs auch Obstbäumchen. Und hier wieder ein Mixed Border. Ein Mixed Border im wahrsten Sinne des Wortes, weil es eben auch Zierpflanzen und Nutzpflanzen vereinigt. Eine Kombination, die man in den Gärten viel zu selten sieht und die eigentlich wunderschön ist. Sie haben im Frühjahr die Struktur der Obstbäume, sie haben die Blüte der Obstbäume, sie haben dann die beginnenden Früchte und dann kommt das Mixed Border mit den Hydrangea, dann mit den Dahlien und so weiter, immer wieder Blumen, zuerst auch Frühlingsblumen. Eine wunderbare Möglichkeit, alle Register der Gartenkultur zu ziehen. Und dann mittendrin ein kleiner Rebberg mit Reben. Das ist so ein bisschen unser Ziel, wenn wir versuchen, das Gärtner mit Obst und Beeren näher zu bringen, dass sie es mischen. Mischen mit ihrem Garten und erkennen, wie wunderbar es ist, Obst- und Beerenpflanzen im Garten zu haben, die Früchte der eigenen Gartenarbeit zu genießen, mitten in einem Ziergarten und auch zu entdecken, wie wunderschön Obst- und Beerenpflanzen mit ihren Blüten, mit ihren Blättern und Früchten sind. Was gibt es für eine schönere Zierpflanze als zum Beispiel eine Kirsche, die zuerst blüht und dann wunderbare rote Früchte hat über 1 bis 2 Monate? Keine Zierpflanze kann so lange blühen, wie sie diese roten Früchte der Kirsche genießen können. Das waren ein paar Ideen zum gemischten Obst- und Beerengarten, wie immer. Glauben Sie nicht alles, was ich Ihnen erzähle. Diskutieren Sie mit unten in den Kommentaren und gärtnern Sie weiter.